sind und sie deswegen das allererste Mal nicht pünktlich sind, werde ich mir das niemals verzeihen können. Ich versuche jetzt mal was. Du willst einen Vogel mit einem Lasso fangen? In der Luft? Hast du eine bessere Idee? Oh, ich könnte mein Sandwich werfen und die Krähe ablenken. Meint ihr, sie mag Roastbeef? Ich glaube an dich, Prue. Hör! Der Umschlag! Den holen wir schnell da runter. Es wird so sein, als wäre nichts passiert. Dann reden wir nie, nie, niemals wieder darüber. Vor allem nicht mit Leuten von der Mustang-Post. Ich komme nicht hoch. Gib nicht auf, Lucky. Oh. Wir müssen irgendwie an diesen Umschlag kommen. Mustang-Post ist nie zu spät. Richtig? Heute aber schon. Ich habe es echt geschafft, in einer knappen halben Stunde den guten Ruf der Mustang-Post zu zerstören. Spirit, du bist ein Genie! Klettere darauf! Gute Idee, Spirit! Sei vorsichtig, Lucky! Alles in Ordnung? Das tut mir jetzt wirklich leid, aber es muss sein. Danke, Spirit. Dir gefällt dieses glänzende Ding, oder? Das ist viel besser als so ein dummer Umschlag. Ich hab ihn! Schneller! Ja, wir können es schaffen. Grüße von der Mustang-Post. Wir haben einen Brief für Sie. Und absolut pünktlich. Vielen Dank. Wir haben es geschafft. Hat Spaß gemacht. Aber ich bin echt froh, dass es vorbei ist. Ja. Seid ihr Mädchen wirklich Mustang-Postreiter? Ja, Ma'am. Das sind wir. Mustang-Post ist nie zu spät. Ihr steht kein... Perfekt, denn ich habe eine Lieferung für meinen Cousin Los Bujos. Wenn wir sie abgeliefert haben, hilft ihr mir dann, meinen Anstecker zu suchen? Nein? Okay. Morgen, Ma'am. Mustang-Post. Wow, danke. Danke auch. Oh nein! Was ist passiert? Alles okay? Hey, das ist mein Leim! Was hast du da oben gemacht? Ich klebe Biancas Puppen an die Decke.